Im August 1961 wird Berlin durch eine Mauer geteilt. Eine Flucht in den Westen wird von einem Tag auf den anderen nahezu unmöglich. Nur 7 Monate später, im Mai 1962, beginnen 4 Westberliner Studenten, darunter 2 Italiener, mit einem abenteuerlichen Unternehmen. Von einem Keller in West-Berlin aus, nur wenige Meter von der neuen Staatsgrenze entfernt, graben sie einen Tunnel nach Ost-Berlin. Sie wollen Freunde und Verwandte aus dem Osten durch diesen Tunnel in den Westen holen. Bei den 4 Studenten handelt es sich um den Tiefbauingenieur Uli Pfeiffer, der selbst kurz zuvor von Dresden nach West-Berlin geflüchtet ist. Er ist verantwortlich für die Statik des Tunnels. Sein Freund, der Politikstudent Hasso Herschel, der ebenfalls aus der DDR kommt, ist für die Koordination des Tunnelbaus und die Benachrichtigung der Flüchtlinge zuständig. Und um 2 Italiener. Domenico Sesta aus Apulien, auch Mimmo genannt, studiert Stahlbau an der Technischen Universität in Berlin. Er ist der Spezialist für die Planung. Sein Freund, der Kunststudent Luigi Spina, genannt Gigi, ist aufgewachsen im italienischen Sektor der geteilten Stadt Triest. Er ist der Kopf des Unternehmens. Nach so vielen Jahren wieder sieht und vor allen Dingen auch noch jetzt in so einer Situation, das ist ein bisschen traurig. Ich hätte ihn gerne woanders gerne wieder gesehen, nicht hier im Krankenhaus. Aber dann habe ich ihn einfach umarmt und es war einfach richtig. Da wird sie ja. Ja, gut siehst du aus. Du auch? Ja, danke. Ich hab dir was mitgebracht. Oi, schön. Pass mal auf. Ein Kaktus. Oi, danke. Ja. Hast du selber gemacht? Ja, klar. Ja. Okay, danke dir vielmals. Was ist dir eigentlich passiert, sag mal? Ich hab was mit den Erzmuskeln zu tun. Erzmuskelschwäche. Und dadurch habe ich Probleme mit dem Kreislauf. Also diese Geschichte hat ja nun bei uns zu Hause angefangen und ich erinnere mich immer noch daran. Ja. Angefangen, wie wird er angefangen überhaupt? Du hast gesagt zu mir, ich möchte alles machen, was ich kann, um dir zu helfen. Ja, so viel ich mich erinnern kann. Ich kam einige Tage nach der Mauer rüber zu dir. Ja, ja. Da auf diesen schönen Häuschen, die ihr gehabt hat. Das muss noch August gewesen sein. Ja, 61, ja. Sein, ja. Und ich habe dir vorgeschlagen, ob du abhauen möchtest. Der Gigi hat einen Freund, der Peter, der wohnte in Ost-Berlin. Also sie besuchten dieselbe Klasse. Also Malerklasse an der Hochschule der Künste. Ich wollte in Deutschland studieren und Gigi hat mich quasi überzeugt, also dass Berlin also sehr positive Seiten hatte damals. Als ich nach Berlin kam, fand ich also diese beiden schon vor, die sich da gut verstanden und sich besuchten und so. Und also wer mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt gegangen ist, hat also bemerkt, dass etwas in der Luft lag. 61.507. 61.508.
Die Situation war ziemlich ungewöhnlich. Da waren diese Schlagzeilen in den großen Berliner Zeitungen, die BZ oder Bild-Zeitung, waren große Schlagzeilen, immer schon wieder 2000 rübergekommen, dann 3000 rübergekommen aus dem Osten. Ja. Man brauchte nur hochzurechnen, am Jahresende sind 1 Million Leute wahrscheinlich, die der DDR fehlen. Und auch nicht die Schlechtesten. Und dann plötzlich, da war der ein Sonntag, werde ich nie vergessen, der 13. August 62 sei schon, sind wir nicht so spät aufgestanden. Dann war in Rias irgendwelche Nachrichten von wegen der Grenze, Sperrung der Grenze und so weiter. In den Nachtstunden des 13. August 1961 wurde die Sektorengrenze geschlossen. Und fassungslos erfuhren Sonntagsspaziergänger im freien Teil der Stadt, dass Ost-Berlin abgeriegelt ist. An der Sektorengrenze fahren Panzer auf, bis auf den Millimeter genau an den Rand des kommunistischen Herrschaftsbereichs. Man sah sofort, dass da etwas im Gange war, was sehr konkret und auch nach endgültigem aussah. Danach fingen sie an, Stacheldraht zu ziehen. Wurde immer dichter, die Mauer. Also am Anfang war sie sehr durchlässig. Also wer wollte, die ersten Tage konnte also irgendwie fast gefahrlos trotzdem rüberkommen. Da fingen an die Fokus da, die ersten, sagen wir, die Fenster im Erdgeschoss zu mauern. Und dann haben sie bemerkt, die Leute kamen auch von oben runter, manche sind auch unglücklich abgestürzt. Und danach haben sie die Leute dafür evakuiert, aus den Häusern rausgeworfen und die Häuser ganz zugemacht. Ja. Der Peter war der Meinung, dass Ulbricht die Mauer in der Form nicht durchhalten konnte. Der Nervenkrieg in Berlin ist in ein neues Stadium getreten. 10 amerikanische Pettenpanzer rollten an den Kontrollpunkt für Ausländer an der Friedrichstraße. Also er war der Meinung, dass die Leute in der DDR einen Aufstand machen oder dass die in den USA vor allem, dass sie so einen Druck ausüben auf die DDR und Sowjetunion, dass sie die Mauer dann wieder abreißen. Also er meinte, Ulbricht kann diese Situation nicht durchhalten. Das war seine enorme Fehleinschätzung, denn wir waren völlig anderer Meinung. Ja.
so ging es die ganzen Monate bis Januar 62. Danach war so gut wie unmöglich. Und wurde alles im Grunde genommen blockiert. Ja. Da wurde er dann unruhig. Ja? Der merkte plötzlich, also, dass die Mauer wohl stehen bleibt, immer besser wird in der Konstruktion. Und immer undurchlässiger natürlich. Und wie ein gefangenes Tier hat er sich so aufgeführt. Ja. Und also für uns war keine Frage, so konnte es nicht bleiben. Wir müssten ihm helfen. Ja. Wir beide als Ausländer konnten wir damals trotz Mauer. Wir mussten entweder über die Friedrichstraße oder den Checkpoint Charlie. Da musste ich immer wieder da einmal die Woche meine Freizeit rüberfahren, um die psychologisch zu betreuen. Naja, der war immer zur Untätigkeit verurteilt. Man konnte nur noch warten und beten. Ja. Der Peter. Anfang Sommer war ihm eine Tochter geboren worden. Das war ein winzig kleines Kind. Ja, das war das Problem. Ein erwachsener Mann, eine junge und bewegliche Frau können zwar manche Wege gehen, aber ein Säugling erschwerte die Geschichte ungemein. Ja. Immer wenn ich spannend wurde, lag ich im Krankenhaus. Ende März muss gewesen sein, wenn ich mich erinnern kann. Eines Tages kam der Mimo zu mir an und sagte, ob ich schon davon gehört habe, wo denn sämtliche Zeitungen stehen. Irgendwelche Leute hätten versucht, in der Wollangstraße einen Tunnel zu bohren. Unter die Gebäude und Gleisanlagen des S-Bahnhofes Wollangstraße, der direkt an der Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik liegt, trieben Westberliner Provokateure einen Stollen, durch den Agenten in die DDR eingeschleust werden sollten. Ja, und dann haben wir damals direkt uns überlegt, wir müssen etwas tun in einer Ecke von Berlin, wo keiner das vermutet. Du Freunde, wir so ein bisschen rumgesprochen, ohne viel zu sagen, haben wir angedeutet, dass wir an sich was vorhätten. Und die haben gesagt, wir kennen jemanden und die werden euch besuchen. Und da kam der Hasso mit Uli zu uns. Tja, und dann haben wir eine Weile uns unterhalten und erklärt, was wir wollten. Und ob sie mitmachen würden, das war selbstverständlich. Hasso war gerade aus dem Osten geflüchtet. Ja. Der wohnte damals in Eichkamp im Studentenhaus. Also insofern, also Student zu Student, irgendwie hatten wir einen Draht zueinander gefunden. Bei mir spielte natürlich eine kleine Rache dem System gegenüber noch eine Rolle. Denn die haben mich 4,5 Jahre ziemlich hart eingebuchtet. Vorher, am 17. Juni, sehr brutal behandelt. Ost-Berlin, ein Hexenkessel. Nach einer Demonstration der Bauarbeiter vor der Ostzonenregierung in der Leipziger Straße kam es zu Auseinandersetzungen zwischen SED-Funktionären und Arbeitern. Wir wollen keine Sklaven sein, schrie die demonstrierende Menge. Der Generalstreik wurde proklamiert. Am Potsdamer Platz sind Panzer aufgefahren. Die Leipziger Straße wurde abgeriegelt. Da waren dann 1000 oder 2000 unheimlich aufgeregte Leute und eine fantastische Atmosphäre, Plakate. Schon nach 10, 20 Minuten flogen die ersten Steine. War eine ganz bedrohliche Situation. Und mir war die ganze Sache nicht mehr geheuer, weil eben, naja, ich rief die Geister, wäre ich nur nicht los. Das hatte so eine Eigendynamik. Und da habe ich meinen zwei Freunden, die immer so in meiner Nähe waren, gesagt, Leute, jetzt hauen wir lieber ab, das ist 16 Tote und über 100 Verletzte. Das Kolumbushaus am Potsdamer Platz steht in Flammen. Es herrscht Ausnahmezustand in Ost-Berlin.
Und früh um 5, ich schlief, da donnerte es furchtbar an der Tür und dann hörte ich meine Mutter und die machte dann meine Tür auf und da standen zwei Leute bei mir am Bett, zerrten mich raus. Dann haben sie mich rausgestoßen aus der Wohnung, die Treppe runter bin ich runtergefallen, aber unten stand dann einer. Die haben mich auf die Rückbank, einer links, einer rechts rein, zack, alle Bede mit beiden Armen, erst eine Decke über mich, alle beide drauf und pfft, ging's ab. Sind wir eine Weile gefahren, also wie lange kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß bis heute nicht genau, wo ich damals war. Irgendwann ging die Türe auf und da wurde ich eine Treppe hoch gestoßen. Immer versucht zu ahnen, was die von mir wollen. Und im ersten Stock ungefähr auf dieser Plattform, da standen vielleicht 10, 12 Leute so mit dem Kopf an die Wand, der Hände auf dem Rücken. Blut, der ganze Fußboden voll Blut. Bei einem habe ich gesehen, spießen die Ellenbogenknochen raus. Dann haben sie mich an denen vorbei in eine Zelle gestopft. Und da war ich dann viele Stunden. Ein Klo war drin und 14 Leute in diesem Loch. Und da ist überhaupt nichts mehr passiert. Wir haben ab und zu mal was zu essen gekriegt. Und jeden Tag verschwand ein oder zwei von diesen Leuten, gingen raus und kamen nie wieder. Und dann auf einmal, jeden Tag, wenn sie wach werden und sie sehen irgendwo durch die Gitterstäbe oder wo auch immer so ein bisschen rot am Himmel, sind sie glücklich und sagen, irgendwann ist es da und du kannst dich an den Baum stellen und pinkeln. Man kann ja 4,5 Jahre nicht unbeaufsichtigt austreten. Immer sind irgendwelche dabei. Sie haben ja sogar in diesen großen Lagern, hatten sie 20 Toiletten, aber sie haben die Türen ausgehangen. Und also alles, was sie sich, also alles, was irgendwie entwürdigend ist, haben sich einfallen lassen. Als ich rauskam, also das war ein ganz schöner Abschnitt, ich war damals 24. Hatte ja nun meine kleine Schwester lange Zeit nicht gesehen. Die war praktisch 14, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, und dann 19. Also aus einem Kind eine Frau geworden und sie hatte auch neue Freunde, alle Studenten. Und da war auch einer drunter, mit dem ich mich gleich von Anfang an richtig gut verstanden habe, und das war der Uli Pfeiffer. Java, glaube ich, hat er gehabt und fuhr damals schon richtig gut. Richtig gut und richtig forsch. Aber wenn es hieß Pfeiffer, das ist der mit dem Motorrad. Und dann war das eindeutig eingegrenzt für den ganzen Stadtbezirk. Der war damals 23 oder so, nicht? 35 geboren. Ja. Und auf dem Radio stand das Bild von dem großen Bruder. Und da haben wir natürlich danach gefragt, warum man den nie sieht. Und da wurde dann so ein bisschen so unterbetont vielleicht gesagt, ja, der ist im Zuchthaus, nicht? Und 58 kam Hasse dann aus dem Zuchthaus, nach, ich glaube, 4,5 Jahren. Und da habe ich ihn kennengelernt. Lass die Laute jetzt nicht zu nah an der Mauer an, sonst gibt es für diejenigen einen etwas tränenreichen Abschied hier. Sie können uns mit Ihren Scheinwerfern blenden, aber Sie können nicht verhindern, dass wir sie durchschauen. Einmal, das war südlich des Brandenburger Tores, habe ich also so vielleicht auf 5 Meter vor den Fokus gestanden, die da den Grenzstrich markierten, mit meiner Freundin zusammen, und habe mir überlegt, ob ich jetzt einfach losrenne. Also das hätte schon wahrscheinlich geklappt, aber mir hat da der Mut gefehlt in dem Moment, das wirklich zu machen. Und wir sind also mit einem Gefühl der Ohnmacht eigentlich wieder nach Hause gegangen, nicht? In einem Freibad in Dresden, im Bühlauer Bad, traf ich einen Semesterkollegen, der mir von einer Möglichkeit berichtete, in Berlin durch die Kanalisation abzuhauen, nicht? Eigentlich war 6 immer so die Maximalzahl. Das war aber schon eine Gruppe, die bestand aus 4 Mädchen und einem Mann. Naja, da habe ich mich dann entschlossen, auch, sagen wir mal, auch im Sinne der Gefahr der ganzen Sache, erstmal alleine wegzugehen. Stank natürlich fürchterlich. Man fasste also immer beim Gehen in diese Rohre rein, die aus den Häusern kamen, die mit
Fäkalien beschmutzt war, aber das war ja alles unbedeutend. Und man konnte also fast aufrecht vorwärts gehen. Nach, zum Wedding zu wurde das dann immer niedriger, zuletzt vielleicht dann so 1,20, 1,30. Und da haben wir dann schon so ein Blinklicht gesehen. Wir wurden ja da von Westberliner Studenten empfangen. Naja, dann war die Frucht geglückt. Und ich musste natürlich nun sehen, dass ich meine Freundin auf dem gleichen Wege auch rüberkriege. Auf der 19. Plenartagung der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik kündigte Willi Stoph Maßnahmen des Ministerrats gegen Abwerbung, Menschenhandel und Sabotage an. Die FOPO war natürlich inzwischen auch schon auf solche Aktionen aufmerksam geworden. Zwei aus meinem Semester. Und auch meine Freundin sind in der Kanalisation von der FOPO verhaftet worden. Die Angeklagten, jene, die mit dem Feuer gespielt hatten, wurden zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt. Zwei aus meinem Semester haben 8 Jahre bekommen. Meine Freundin 7 Jahre, zweimal 6 Jahre und einer wohl 5 Jahre, nicht? Und da ist natürlich ein furchtbarer Hass entstanden bei mir, dass man ein 22-jähriges Mädchen zu 7 Jahren Zuchthaus verhaftet, nur weil sie den Staat verlassen will und zu ihrem Freund will. Das war also nun der Gipfel dessen, was ich mir so unter einem totalitären Staat vorstellen konnte. Noch einmal wurde in diesem Gerichtsverfahren die Notwendigkeit, die Menschenfalle West-Berlin abzuriegeln, bestätigt. Geschlossen sind und bleiben die Tore unserer Hauptstadt nur für Burschen wie diese, für Raudis und Agenten, für die ganze Meute der Menschenhändler. Man hat versucht, sie als Mitarbeiterin zu gewinnen und hat uns natürlich als die schlimmsten Verbrecher dargestellt, mich und vor allen Dingen Herrn den Hasso. Ich hatte so Connections durch andere, die vorher abgehauen waren und die haben sich in West-Berlin drum bemüht. Und dann bin ich mit einem falschen Pass auf Ähnlichkeit über den weißen Strich am Checkpoint Charlie nach West-Berlin. Am liebsten wäre ich natürlich hochgesprungen und hätte ihnen eine Nase gezeigt oder irgendwas. An einem Sonntagmorgen klingelt's und denke, ich sehe nicht richtig, Hasso steht vor der Tür. Nicht? Das war natürlich ein tolles Gefühl und wir sind uns in den Hals gefallen. Und so, wie mir jemand versprochen hatte, mir zu helfen und mir diesen Pass dazukommen lassen, so hatte ich es meiner Schwester versprochen. Mein Bruder hatte mir gesagt, als er ging, ich wollte natürlich mit ihm. Er ist kurz nach der Mauer weggegangen, 14 Tage später oder so, nach dem Bau der Mauer. Und er hat mir gesagt, nein, das geht nicht. Wir können unsere Eltern nicht beide jetzt allein lassen. Also einer muss bleiben, du bist die Kleine, du bleibst. Ich gehe und ich sorge aber dafür, dass du rauskommst. Wie können wir es machen? Über der Erde war uns zu gefährlich, da konnte geschossen werden, da konnte man im Draht hängen bleiben. Und dann haben wir gedacht, dann eben unter der Erde. Aber wir eine Stelle finden. Und irgendwann kam Pfeiffer an und sagte, du, ich glaube, wir haben eine Stelle. Es sind 2 Italiener, die haben eine gefunden. Wir haben mit meinem Freund Mimo an einem Wochenende praktisch die ganze Grenze sind wir entlang gefahren mit dem VW-Bus, hatten wir damals. In Grunde Buddel konnte man überall, aber nach und nach haben wir erfahren, das Problem mit dem Wasser. Wir sind zum Katastramt gewesen, um uns Karten zu besorgen. Das Problem in Berlin, das Grundwasser liegt sehr hoch. Teilweise vielleicht 1 Meter unter dem Boden. Das bedeutet, man kann nicht unter der Mauer in 50 Zentimeter rüberbuddeln. Und wir haben gemerkt, dass ein Teil der Stadt, und zwar Wedding, auf einem Hügel lag. Und dann haben wir gedacht, hoppla, da könnte man durch, ohne dass wir Wasser im Bau haben. Und so sind wir damals also zu Bernauer Straße gekommen. Es war der längste Weg, den wir gewählt haben, klar, und der schwierigste. Zufälligerweise entdeckten wir dieses Gelände. Da muss vor dem Krieg eine sehr große Fabrik gewesen sein. Es stand praktisch nur ein Turm mit, weiß nicht, 7, 8 Stockwerke und daneben so ein etwas kleineres Gebäude. Und dann muss ich erkunden, wer der Besitzer, der das Ganze ist, da war ein gewisser Müller. Da sind wir hingegangen und ganz deutlich ihm gesagt, was wir vorhatten.
ob wir seinen Keller benutzen durften. Sagte, ja, von mir aus gern, aber naja, räumt ihr mir den Keller wieder auf. Ja, und dann hat er uns den Schlüssel für den Keller gegeben und das war ein Gedicht, das ganze Keller war leer. Ja, da war der erste Punkt für uns gelöst, im Westen. Und was ist mit dem Osten? Wir mussten einen Ausgang in den Osten finden. Die erste nach der Bernauer war noch in der Todeszone, also war gesperrt. Die zweite war die Schönholzer Straße und die dritte war die Rheinberger Straße. Wir haben uns zuerst für die Rheinberger entschlossen, weil wir jemanden kennenlernten. Wir einen Bulgaren kennengelernt haben damals, der auf der anderen Seite wohnte, und zwar eine Parallelstraße zu Schönholzer Straße. Und haben gesagt, Mensch, der wohnt direkt an der Mauer, da können wir alles erkunden. Wir haben Vorwand, dass wir ihn besuchen. Sind wir zu ihm gegangen und als wir das gesehen haben, das war richtig eine Freude fürs Herz. Der wohnte auch parterre und wie sehr oft in Berlin, der Keller hat Fenster. Guckt ungefähr einen Meter oberhalb des Bürgersteigs. Da waren Fenster, wir haben geschaut, da unten ist ein schöner Keller sein. Ja, und dann haben wir mit diesem Bolakow, ich weiß den Namen wirklich nicht mehr, da eine ganze Weile gefeiert. Und da haben wir gesehen, dass im Flur die Schlüssel engten. Und dann haben wir überlegt, welche die Schlüssel für den Keller sein könnten. Und da war ein ziemlich langer, uralter, also das könnte sein, der Mimo hat Abdrücke davon gemacht. Da wollten wir raus. Er wusste davon natürlich nicht, ja. Aber wir hatten alles genau erkundet mit der Maus. Er wusste, ah, hier ist gut. Und hier vermutet uns keiner. Wir waren eben so unternehmungslustig und so emotional an die Sache gebunden, dass wir die Schwierigkeiten, die dann im Laufe der Zeit auf uns zukamen, am Anfang gar nicht so gesehen haben. Wir hatten einen Abstand am Anfang von rund 165 Meter avisiert. Ja. 165 Meter. Also wir wussten jetzt, fangen wir an mit diesem Tunnel, brauchen wir Baumaterial. Und da haben wir uns dann nachts auf dem Friedhof die ersten Dinge beschafft, die wir brauchten. Eine Schubkarre, eine Hacke, einen Spaten. Es war natürlich schon ulkig für mich, als ich am nächsten Tag kam und wir hatten so einen ganz ruhigen Polier, als der über diesen Friedhof auf und ab lief und das Werkzeug und die Schubkarre. Der lief immer nur rum, schüttelte den Kopf. Der konnte sich das nicht erklären, wie auf einem Friedhof in einer Nacht so ein billiges Gerät verschwinden kann. Ne? Naja, und damit haben wir praktisch angefangen. Das ging ja erst mal 7 Meter runter in die Erde, dann geradeaus. Und nun war das Problem, es war ein betonharter Boden, trockener Lehm. Aber es ging. Man wusste wofür. Und das war immer schön. Man konnte fluchen und der Fluch galt immer, immer dem Feind. Und wenn man sich wehgetan hat, es war immer der Feind schuld. Nee, das ging schon ganz gut. Aber da man hier mit 20 cm angefangen hat und eine Woche später bei 1 Meter war und noch eine Woche später bei 2, ist einem das gar nicht aufgefallen. Und wenn man da vorne stumpfsinnig mit seinem Spaten auf dem Rücken lag und immer in diesen Boden haute und dann 100 Grammweise das Zeug abkriegte, dann fiel einem doch mal ein, Mensch, der Hof muss abgestützt werden. Ich habe mir überlegt, wie man da also möglichst einfach mit einer Holzkonstruktion das abstützen kann. Da lernte mir ein Typ aus Bayern, der studierte an der TU. Sein Vater war ein Sägereibesitzer und der hat uns das ganze Holz geliefert, kostenlos. Der hatte als Bedingung gestellt, dass er mitkommen durfte. Ja, und der ist nach einer Weile gekrochen, als er da rauskam, hat die Jacke ausgezogen, da hatte er Dynamitstangen.
Er sagte, um Gottes Willen, Junge, bist du wahnsinnig. Und dazu hat er noch eine doppelläufige Flinte, Kaliber 12. Das sind, da können Sie ein Loch in der Mauer machen mit sowas, wie eine Pumpgun. Ne? Ich habe gedacht, dass die Jacke aussieht, solche Stange hier mit der Zündschnur. Im Keller wären wir alles obsen gegangen, wenn er so ein Ding losgelassen hätte. Naja, war ein Fanatiker. 12. April. Hab mich heute mit M und G in der Friedrichstraße getroffen. Am 13. August soll der Tunnel fertig sein. Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Bau der Mauer. Ein symbolisches Datum. Je länger der Tunnel wurde, desto problematischer war auch der Transport des Erdreichs. Nicht? Wir haben uns dann also so eine Art Schiene gebaut und haben erst das versucht, mit Wagen rauszufahren. Und wenn man dann an diesem Schacht im Keller war, musste das mit einem Flaschenzug hochgezogen werden. Am Anfang alles mit Handbetrieb. Transportiert werden. Und da war natürlich mit 4 Mann nichts zu machen. Damals waren wir 5. Und da kamen nach und nach Leute wie der Kleine und der Lange, Spitznamen, und dann immer mehr, so dass am Schluss wir 41 Mann waren. Mein Spitzname war Kleiner. Den habe ich schon aus Ostberlin mitgebracht. Der Lange, mit dem ich zusammen hier nach Westberlin rübergekommen bin, hatte ihn schon aus der Schulzeit mitgebracht. Und damals war ich sehr klein und bin dann während eines Krankenhausaufenthaltes dann mal doch sehr in die Höhe gegangen. Und der Name blieb aber und der wurde dann von allen anderen im Wohnheim auch aufgegriffen und blieb dann auch im Tunnel bis zum Schluss. Wir haben natürlich auch wissen, die Leute, die am Schluss so viele waren, auch unterstützen müssen. Teilweise waren Studenten. Also irgendwann wurde die Situation untragbar und dann mussten wir uns also irgendwie umsehen, also den Tunnel gefahrlos zu finanzieren. Meine Mutter und ich, wir hatten also ein Familienkapital. Und das war Westgeld, das lag also auf einer Westberliner Bank. Und da haben wir uns gesagt, das Geld muss losgeeist werden. Dann hat sie uns eine Vollmacht gegeben. Ich glaube, 3.000 Mark hat sie uns da konnten wir abheben von ihrem Konto. Weil so ein kleines Stück Papier hat sie geschrieben, das haben eingewickelt und in eine leere Zigarettenhülle getan, Papier gefärbt wie Tabak und dann wieder rein, damit, wenn man kontrolliert wird an der Grenze, das nicht auffällt und man zur Not das verschlucken oder rauchen kann. So eine Zigarette, das fällt nicht so auf. Ja, und dann mit dieser kleinen Vollmacht, also sind wir zur Bank gegangen, haben wir gesagt, worum es ging. Und der Bankdirektor hat das akzeptiert und hat uns anstandslos das Geld ausgehändigt. Thank you.
Na, die Sache wurde immer schwieriger. Also das ist wie mit einem Quadrat der Entfernung. Ne? Also jeden Zentner Erde, den sie bewegen und der über die Seile rausgezogen wird, also da multiplizieren sich die Schwierigkeiten. Dazu kam die Schwierigkeit auch mit der Luft. Wir haben dann über Ofenrohre Luft über einen großen Ventilator reingepumpt. Aber trotzdem, nach 30 Metern, es wurde einfach alles schwieriger und es ging immer langsamer vorwärts. Dann haben wir irgendwie mitbekommen, dass da in Berlin ein Film gedreht wird. Und der ist der Tunnel. Darüber haben wir direkt gelacht. Haben wir gesagt, sieh mal da, wir machen gerade so was Helles. Und die machen da mit großen Kulissen in Tempelhof, drehen sie so einen Film. Ja. Haben wir über den Pressesprecher dann uns erkundigt, ob der eine Möglichkeit sehen würde, so was zu filmen, also durch Gegengebühren zu filmen. Ja. Da ging die Tür auf und es traten zwei junge Männer in meinen Raum, stellten sich vor, Italiener, und fragten mich, ob ich nicht interessiert sei an einem richtigen Tunnelprojekt. Und ich sagte, wie kommen Sie dazu? Ja, also Sie hätten irgendein Unternehmen vor, sei aber streng geheim, und wenn ich interessiert sei, würden Sie mir das zeigen. Und dann ist der mit uns rübergekommen. Der Tunnel war schon angefangen, hat sich angeschaut und erklärt, wie das funktioniert und wie wir organisieren wollen und so weiter. Aber das ist sehr knapp mit dem Geld. Es musste natürlich erstmal Kapital herbeigeschafft werden für Material und so weiter und so weiter. Das hatte niemand und ich hatte auch nicht die nötigen Verbindungen und habe mich deshalb an einen sehr guten Freund, Fritjof Meyer, gewandt. Ich bin da durchgekrochen. Und auf der Hälfte des Weges spürte ich regelrecht, auch durch Vibrationen, wie die Straßenbahn über die Bernauer Straße fuhr. Und ich muss gestehen, dass ich da eine ausgemachte Todesangst bekam. Und da sagte ganz viele, alte Mund, gib mir eine Telefonnummer, ich rufe euch in ein paar Tagen wieder an. Und er hatte diese Kontakte hergestellt. Und so kam er zu NBC. Ich habe verhandelt mit einem Mr. Anderson von NBC, der einen Vertrag mit uns schloss. Er werde den Film kaufen für 50.000 Mark. Es wurde dann sagen wir, für einen direkten Fluss von Mitteln gesorgt dadurch. Ja. Und da hatten wir keine finanziellen Sorgen mehr, sagen wir so, durch die NBC. Als Gegenleistung mit der NBC natürlich ist vereinbart worden, dass sie es filmen dürfen. Haben sie zwei Kameraleute aus Berlin, die Gebrüder Demel. Und dann haben sie uns mit ihrem VW-Bus abgeholt. Der war völlig zugehängt. Wir konnten also nicht sehen, wo wir hinfahren. Und haben uns auch noch die Augen verbunden, als wir ausgestiegen sind. Dass wir also keinen Eindruck gewinnen konnten, wo wir waren. Und dann haben sie uns in dieses Gebäude gebracht und dort waren alle Fenster waren verhängt, dass man nicht nach draußen sehen konnte und auch nicht wusste, wo man ist. Und in diesem Raum war ein Loch im Boden, wo wir durchklettern mussten. Und dann waren wir in dem Keller, wo der Tunnel begann. Aber alle überzeugen, um jeden zu sagen, ah, du kommst hier in so einen Film rein, das wollten wir nicht. Wir wollten keine unnötige Unruhe bringen. Und da gewann ich schon so aus den Umständen den Eindruck, dass die Italiener ohne Wissen der anderen Tunnelbauer, das waren wohl an die 30 Studenten der TU, ihr finanzielles Geschäft abwickeln wollten. Dieser Vorschuss, damit wurde auch sehr viel angefangen. Ja.
Also ich glaube, unabhängig von dem Film, NBC-Film und dem Geld, was dafür gezahlt worden ist, hätten wir den Tunnel auch gebaut. Ne? Ja, also das ist Geld, klar, was dazu nötig gewesen das ist wäre, völlig, ich will das nicht runterspielen, das ist so wenig ist es. Es wäre gewesen, schwieriger gewesen. Aber das hätten wir wäre auch irgendwo zusammengekriegt. Ne? Ja, wäre schwieriger gewesen. Da ist eine bestimmte Summe mir angeboten worden, wenn ich das mache, und die gleiche Summe nochmal, wenn die Geschichte erfolgreich abgeschlossen wird. Ich spürte einfach, da läuft irgendein ganz dickes Ding. Wir haben gemerkt, dass es ohne Hasso und Uli geht das nicht. Können Sie nicht bescheißen. Ja, also, wir müssen Bescheid sagen. Wir haben da auch ein bisschen gemauschelt, uns komisch geäußert. Ja. Plötzlich gab es gar keine Geldprobleme und gar nicht. Ja. Wo? Bei was? Beim Tunnelbau. Ja. Ja, nach der NBC-Geschichte. Wir haben so Monate und Monate gebuddelt unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Mal ging es 2 Meter vor am Tag, manchmal nur 0,5 Meter, manchmal war der Boden betonhart, manchmal waren Sandschichten drin. Und irgendwann an einem Tag kamen wir und da tropft es. Und da wurde dieser betonharte Lehm wie Butter, wie Schmierseife. Und uns war schon relativ bald klar, da kann also nur irgendein Wasserrohrbruch sein. Ne? Und das Wasser strömte immer mehr und immer mehr. Wir haben also dann versucht, das Wasser abzupumpen. Ja, und dann wohin mit dem Wasser, was rausgekommen ist. Was sagen im Keller, war ein Rohr der Kanalisation. Mal Lock gemacht und das Wasser drin laufen lassen. Ja, sollte man, sonst können wir nicht mit dem Eimer das Wasser raustragen. Dann aber hatten wir uns von der Feuerwehr eine Elektropumpe ausgeliehen. Aber das half alles nicht. Es strömte also pausenlos nach und der Lehm fiel zusammen. Also der Tunnel war an der Stelle dann nicht mehr 90 hoch, der war also schon 1,40, 1,50 hoch, weil das also eben runtergekommen war, der Boden. Und wir mussten dann die Arbeit einstellen. Ne? 20. Juni. Nach fast 6 Wochen Arbeit sind erst 32 Meter gegraben. Jetzt ist Wasser im Tunnel. M&G sagt mir, sie müssten für ein paar Wochen die Arbeit einstellen. Ja, und dann gab es nur eine Möglichkeit, das Wasser abzustellen. Und was war das für ein Weg? Wir sind zur Behörde gegangen, Bezirksamt Bedding. Und haben gesagt, passen Sie mal auf, was machen wir da? Wir sind zum Amtsleiter gegangen und gesagt, hier, an der Stelle hier vom Bürgersteig, da ist Wasser, ist ein Rohrbruch. Ja? Und der fiel aus allen Wolken, weil konnte sich denken, also wie können diese Studenten, ja, waren Studenten, wie können sie da wissen, dass ein Rohrbruch ist? Und da hat er 1+1 gezählt, ja, und hat gleich gesagt, da, die tun was. Der hat also den Berliner, also Innensenator vermutlich unterrichtet, der den örtlichen Verfassungsschutz und die arbeiten sowieso unter der Fucht der CIA und die haben es auch erfahren, ja, die von CIA. Kurze Zeit später bekamen wir einen Anruf in Studentenhaus, nannte seinen Namen nicht, er sagte nur, er wusste, wir hätten ein gewisses Wasserproblem. Er sagte, wir wissen Bescheid, was sie hier macht. Die Position war ja, die Mauer ist illegal. Nun kann man doch nichts gegen Leute unternehmen, die eine illegale Maßnahme umgehen wollen. Nicht? Wir waren die Vertreter der freien Bewegung zwischen Ost und West. Na, was glauben Sie, was uns von der Springerpresse und anderen passiert wäre, wenn wir auch nur in den Verdacht gekommen wären? Wir wollten die freie Bewegung behindern und damit der DDR helfen. Na, unmöglich. Aber Sie müssen zu den Amerikanern gehen.
Podbielski Allee, Nummer 19, eine Villa. Ja, so, mir haben nicht gesagt, ja, da gehen wir mal hin, mal hören, was die von uns wollen. Ne? Sie wollten Informationen wissen, also wer da gearbeitet hat, Name, Vorname, Adresse, alles, Alter, haben wir alles gegeben, natürlich. Zwischendurch ist mal erzählt worden, wir wurden von der CIA finanziert oder unterstützt worden und so weiter. Das stimmt alles nicht. Wir hatten mit denen gar nichts zu tun. Bis auf die Tatsache, dass sie ein bisschen an Augen drauf geworfen haben und die Leute überprüft haben. Das war alles. Ich bin davon ausgegangen, in Berlin passiert nichts, auf diesem Gebiet schon gar nichts, was nicht der CIA weiß. Das heißt, es war von den Amerikanern gedeckt. Davon musste man ausgehen. Dagegen konnte der Senat auch nicht vorgehen. Eines Tages kam ein Trupp von den Berliner Wasserwerken, hat auf der Bernauer Straße den Boden ausgehoben. Und da haben sie eben ein Loch gegraben auf der Straße und haben dieses gebrochene Rohr gefunden. Wir sind natürlich immer wieder hin, haben Wartungsarbeiten gemacht, abgepumpt, ausgebessert. Aber den eigentlichen Vortrieb, ich würde sagen, der hat fast 4 Wochen nicht stattgefunden. Siebter Juli. Der Wasserrohrbruch ist zwar repariert, aber es geht trotzdem nicht weiter. Sie müssen warten. Ich liege nachts wach und rechne aus, wie viele Meter es noch sein könnten. Der 13. August als Fluchttermin ist längst Makulatur. Sie haben den Durchbruch um einen Monat verschoben. Wann ist es endlich soweit? Inzwischen war unser Wassereinbruch repariert und wir konnten Gott sei Dank weiterarbeiten. Die Leute, die wir rüberholen wollten, und die saßen natürlich auch wie auf Kohlen. Mehreren Monaten Buddelarbeit hören wir auf dem Hinterhof, also nachts, so gegen 12, irgendwelche Geräusche. Und normalerweise war dort eben niemand. Da dachten wir erst ein Einbrecher. Dann haben wir aber durch den Schlitz gesehen, es ist nur eine Person einbrechen in so einem alten Ding. Da haben wir die Türe aufgerissen und den am Kragen gepackt und in unser Loch gezogen. Dieser Mensch dort meinte, er hätte von dem Tunnel erfahren und er wolle gerne mitmachen und seine Verlobte sei in Ost-Berlin. Das war der Klaus, ja. Und die waren vollkommen konsterniert, ja, die waren entgeistert. Und ich habe gesagt, was ich will. Ich möchte meine Frau und meine 2 Kinder rüberholen. Und wir waren ziemlich verdutzt, weil wir dachten, Mensch, wir sitzen hier ganz sicher in so einem Fabrikhof, also Berg. Wie kommt einer praktisch auf den Keller? Und dann dachte er, mein Gott, vielleicht sind wir irgendwie verraten worden. Wir haben ihn also für einen Spitzel gehalten. Und dann haben wir gedacht, vielleicht hilft uns die politische Polizei. Ja, erst habe ich gedacht, wo sie zum Flughafen gefahren sind, die fliegen mich aus. Mensch, die müssen ja Beziehungen haben, ist ja Wahnsinn. Und haben ihn da hingefahren und haben gesagt, wir haben hier einen Spitzel und so erwischt. Da haben mich so 3, 4 Beamte in die Mangel genommen, haben alles Mögliche gefragt, immer abwechselnd, immer kreuz und quer. Man konnte sich überhaupt nicht konzentrieren. Aber mir konnte ja nichts passieren, ich habe ja nichts zum Verbergen gehabt. Wir hatten natürlich keinerlei Beweise und gar nichts. Die haben gesagt, ja Jungs, tut uns leid, da müsst ihr schon selber mit fertig werden. Also wir können dem Mann nichts. Und dann haben die mich laufen lassen. Aber erst den nächsten Tag, also ich habe dann schon einige Stunden zugebracht. Ja, wo sollte ich hin? Schnurstracks wieder in den Tunnel. Wir sind über ihn hergefallen und haben ihn dann
ich glaube, mit Handschellen oder ähnlichen Mitteln praktisch angebunden. Der Mimo stand im Rücken von ihm. Ich erinnere mich noch, dass er dann so grinsend Andeutungen machte, am besten hier in den Schacht runterstürzen, denn wir waren relativ überzeugt davon, dass er Mitarbeiter der Stasi war. Sagt, wenn du deine Frau und dein Kind haben willst, musst du für uns was tun. Und dann habe ich denen meine Geschichte erzählt. Ich wollte meiner Frau die DDR verlassen. Aber die haben alles zugemacht. Ein Lächeln nach dem anderen. Wir haben eigentlich überhaupt nichts mitgehabt. Eigentlich kopflos losgerannt. Noch einmal Windeln zum Wechseln und das und ein Fläschchen und das war's auch schon. Und dann kam auch prompt ein Grenzer mit aufgepflanztem Bajonett und verlangte als erstes die Ausweise. Hat der Klaus denen die Ausweise gezeigt und ich gucke ihn immer noch an, was wir jetzt machen. Aber er hat nur immer zu dem Grenzpolizisten gesagt, geben Sie uns unsere Ausweise wieder, wir gehen nach Hause. Und ich gucke Klaus an, ich denke, weil der so klein war, dem reißen wir jetzt das Ding weg. Und wir waren ja so nah dran, das hätte ja klappen müssen. Ich habe gesagt, Sie sollen keinen Mist machen, Sie kriegen jetzt was von Latz. Und dann habe ich sie beide blitzschnell, buchstäblich niedergeschlagen. Auf den Zaun zu, wissend, meine Frau ist ja hinter mir, einen Draht hoch, einen runter, Hechtrolle und schon war ich drüben. Kurz vorher, sind ja nur alle Sekunden, hat's noch 5-mal geknallt. Da hörte ich schon die 5 Schüsse und Schreie, alles durcheinander und dann kam einer von vorne und sagt, ach, Sie gehören dazu, na, den können Sie sich angucken. Der hat ins Gras gebissen, was machen Sie auch für einen Scheiß? Als ich jetzt im Westen war, mich umdrehe, ist von meiner Frau nichts zu sehen. Weit und breit nichts zu sehen. Dann kam noch einer von vorne und sagte dann zu mir, das war ein Berliner, der hat so Berliner Dialekt gesprochen, hat gesagt, der ist uns entwischt, der hat nur einen Streifschuss am Arm. Und da habe ich dann zusammengeklappt. Da habe ich erst überhaupt begriffen. So lange hat es gedauert. Am 14. November hatte ich dann einen Termin, also Gerichtstermin. Und das war ein öffentlicher Schauprozess. Und dann hat der Staatsanwalt gesagt, also durch diese versuchte Grenzverletzung und die Schießerei, die es da gegeben hat, hätte ein Weltkrieg entstehen können. Also der hat Also es war Wahnsinn, was die mich da fertig gemacht haben. Und dann hat man sie also zu 10 Monaten verknackt, wissend, dass sie schwanger war. Das Kind kommt im Bezirk Friedrichshain in ein Kinderheim, Tunnelstraße 39. Als sie dann aus dem Gefängnis entlassen wurde, etwas vorzeitig, habe ich natürlich alles dran gesetzt, sie rüberzuholen. Alles. Da war irgendein Tunnel, wo sie möglicherweise hätte durchkommen können. Und dann habe ich meinen Umfang gemessen und der war so jenseits von Gut und Böse, da wäre ich in dem Tunnel stecken geblieben. Wo das Kind geboren war, wo der Uwe geboren war, da hatten wir schon mal einen Termin ausgemacht, dass der Klaus den mal sehen kann. Den Prachtskerl. Und er hat mit dem Fernglas auf der Westseite gestanden. Waren etwa Luftlinie 150, 200 Meter. Ich habe sowieso vor lauter Tränen nur so Umrisse gesehen und so an den Bewegungen. Ja, ja, das ist er, aber mehr auch nicht. Und als ich Ihnen die Geschichte zum x-ten Mal erzählt habe, haben Sie immer noch nicht geglaubt. Zum Glück war es so, dass wir mit dem Tunnel im Grunde sehr weit fortgeschritten waren. Wir zu uns gekommen ist, dieser Klaus. Wir hatten uns dann entschlossen, ihn mitmachen zu lassen, haben ihm gesagt, gut, du kannst mitmachen, deine Verlobte wird aber die Letzte sein, die am ersten Tag durch den Tunnel kommt. Und wenn vorher irgendetwas passiert,
dann kannst du dir sicher vorstellen, was mit dir passieren wird. Also für mich war das große Los. Und ich glaube, als ich gesehen habe, wie die ausgerüstet waren, mit dem Motor und mit dem Ofenrohr als Belüftung und so, da hat für mich festgestanden, hier machst du mit. Es war mir nicht möglich, auch nur das geringste Vertrauen aufzubauen. Und es hat sehr weh getan, denn ich habe mich an jeder Lore, die rausgekommen ist, genauso gefreut wie die, vielleicht noch mehr. Und ich habe in aller Regel 2 Schichten gemacht. Also nicht 8 Stunden, sondern 16 Stunden. Wir waren ja nur eigentlich in euphorischer Stimmung, dass wir fast am Ziel sind. Wir waren also fast unter dem Haus und eines Tages fing also wieder von der Decke an, das Wasser zu tropfen. Also nun weit im Osten, so im Bereich der Schönholzer Straße. Als wir da standen, das Wasser langsam stieg, aber das nutzt gar nichts. Noch 35 Meter schaffen wir nicht oder 30 Meter schaffen wir nicht mehr. Das sagen wir alle. Und dann haben wir uns überlegt, mein Gott, wir müssen jetzt etwas tun, um ganz sicher zu gehen, wir verkürzen den Tunnel. Also wir versetzen den Ausgang des Tunnels. Da sind wir durch die nächste Straße gegangen, die Schönholzer. Dann haben wir die Schönholzer Straße das erste Mal so in Augenschein gefasst und haben dort Kuriere rübergeschickt, die dort lang gegangen sind und haben gemerkt, dass ein ungehinderter Zutritt zur Schönholzer Straße auch möglich ist. Dann hat der Pfeifer das neu vermessen. Es wurde immer von jedem Endpunkt beim Bauen wieder die Gerade festgelegt bis unter die Mitte des Hauses. Und so haben wir uns dann eben langsam über diese Schlangenlinien bis unter das Haus vorgearbeitet. Und dann sind wir in der Schönholzer Straße rausgekommen. Ganz genau, Meter genau. Das war der 14. September, 3 Uhr Nachmittag. Nicht vergessen. War nicht keine leichte Entscheidung. Wie oft war ich schon im Traum im Westen? Ich liege wach und grübel bis zum Morgen. Herr Gott, lass alles gut gehen. Und dann mit einem Schraubenzieher, erstmal, als ich merkte, da ist sowas ganz Festes, vielleicht Ziegel, vielleicht Lehmziegel oder vielleicht Kellerdecke, mit dem Schraubenzieher ein kleines Loch. Und wie das Loch durch war, kam Wind. Und mit dem Wind kam Wasser. Und es ging damals das Gerücht, dass der Osten die Keller überflutet hatte, ne? Da dachte ich, jetzt kommen die ersten von den 100 Kubikmeter Wasser über dir. Und da lief an der Seite eine Wasserleitung lang. Und da ging ein Springbrunnen hoch und der ging durch den ganzen Keller und ging genau da runter, wo ich mit dem Schraubenzieher das erste Loch gemacht hatte. Vorne war also ich. Der Kleine hat oben runter gebuddelt. Naja, dann habe ich das Loch so groß gemacht, dass ich durchkam und... Ich weiß nicht, wer der Nächste war. Gigi kam nicht durch. Der sagt, das Loch ist zu klein. Da habe ich es ihm noch ein bisschen größer gemacht. Ich kam einfach nicht durch. Da musste ein bisschen noch weiter. Da war noch so eine Tür und die haben wir versucht aufzukriegen. Das ging aber nicht. Und ich habe gesagt, ich probiere es einfach. Und für uns war das alles völlig neu. Und wir mussten uns erst mal an diese Geräusche und an die gesamte Situation gewöhnen. Dann habe ich so Anlauf genommen, soweit es ging. Es waren ungefähr 2,5-3 Meter und bin eben los und habe mich gegen die Tür geschmissen. Und tatsächlich, sie ging auf. Sie ging auf, fiel um, Platsch, ich lag da, Totenstille, kein Mensch da. Dann kam eine zweite Tür, die musste aufgebrochen werden. Dann, als das so weit war, dass ich die Kellertür sah, habe ich gesagt, okay, jetzt kann es losgehen. Und das habe ich über Telefon durchgesagt. Aber wir wussten noch nicht genau, welche Hausnummer das war. Ist der Kleine raus, das erste Mal auf die Straße.
Durch den Durchbruch war ich natürlich auch schmutzig, schmutzige Schuhe, schmutzige Hosen und so weiter. Und ich trat dann auf die Straße raus, guckte kurz nach oben, sah die Nummer 7 und ging wieder zurück. Dann wurde diese Nummer weiter durch den Tunnel gegeben, per Telefon nach oben in die Brunnenstraße. Dort saß einer von uns. Jetzt begann natürlich die Aktion, die ganzen Freunde zu benachrichtigen. Und dann sind unsere Leute losgelaufen und haben die also mit den ausgemachten Signalen und Zeichen mit Zeitungen, Zigaretten und bestimmten Sprüchen, ohne sie anzusprechen, auf die Reise in die Schönholzer Nummer 7 geschickt. In diesen Tagen hatte meine Frau Geburtstag und sie kam, hat sie ein paar Tage Urlaub genommen und kam hier nach West-Berlin mich besuchen. Würdest du das machen? Hat mir dann ist mir das erklärt worden, was man da eventuell zu tun hat und so. Daraufhin habe ich ganz spontan gesagt, ja klar, warum nicht? Ohne irgendwas zu überlegen, ja einfach so. Ja klar, mache ich. Man führt sein ganz normales Leben und wartet, dass irgendwann eine Nachricht kommt. Aber wir mussten Geduld haben. Nun hatte ich auch also zu dieser Zeit noch sehr schönes rotes Haar, sehr auffallende Farbe. Und dann sagte man, ach, das muss man irgendwie alles so ein bisschen kaschieren, so ein bisschen wegdrücken, damit du nicht so auffällig aussiehst. Dann hat mir jemand einen hellen Regenmantel geliehen, Kopftuch. Ich weiß nicht, ob ich Hosen trug, irgendwie an so olle Schuhe bin ich auch noch rangekommen, hat mir auch irgendjemand geliehen. Ja, ich habe mich so richtig so ein bisschen auf Landei gemacht, ne? Ellen ist gekommen und hat uns gesagt, wann wir in einer bestimmten Kneipe sein müssen. Und sie würde dann kommen und würde eine Schachtel Streichhölzer kaufen und wieder rausgehen. Und dann sollten wir 5 Minuten später losgehen zu dieser Adresse, die sie uns gesagt hatte. Dann ging ich sofort zu meiner Mutter und sagte ihr, pass auf, zieh dich an, wir müssen jetzt los, wir gehen auf einen Geburtstag. Nimm nur deine notwendigsten Sachen mit, deine Papiere. Ich zog mir noch ein paar Unterhosen an, ein paar warme, für den Fall, wenn ich also jetzt verhaftet werde, dass ich wenigstens im Knast nicht so friere. Und dann gingen wir also raus aus dem Häuschen, aus unserem Häuschen. Den Schlüssel habe ich dann weggeschmissen. Wir gingen bis zur S-Bahn und fuhren bis Alexanderplatz. Wir kamen dann an in der Kneipe. Und es war ein Freitag und freitags bekommen die Arbeiter ihr Geld und dann gehen sie gern nochmal und trinken ein Bier, sodass die Kneipe voll war mit Arbeitern, die von der Arbeit kamen, ihr Bier tranken und wir dann so als Familie. Und um das Ganze dann noch voll zu machen, dieses Auffällige, kam natürlich auch noch die Schwester von Hasso mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Man hatte uns gesagt, wenn da ein weißes Bettlaken aus dem Fenster hängt, dann geht weiter und geht in diese Türe rein. Wenn ein rotes Tuch da hängt, lauft weiter, geht nicht in die Tür, dann ist irgendwas schiefgegangen. Das Weiße hing. Es war also schon eine fürchterlich gespannte Situation. Ja. Und man wusste ja auch eigentlich nicht, wann Ellen kommt. Ich komme also in die Kneipe, da hatte ich eine BZ, musste ich unterm rechten Arm tragen und die war so gefaltet, dass man sehen konnte, die Buchstaben BZ. Und da sollte ich Streichhölzer kaufen und da habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, natürlich nicht so mit dem Kopf so durch die ganze Gegend, aber da konnte ich sehen, Gesichter, Augen, die waren auf die Tür gerichtet, die klebten richtig an mir. Die Leute haben sofort wahrscheinlich diese Zeitung erkannt mit dem BZ und aha. Also das war für die das Signal wiederum, die waren verständigt, wenn jemand kommt so und so. Das bedeutet, wenn sie verschwunden ist, könnt ihr euren Weg nehmen, um sozusagen in die Freiheit zu kommen, ne? Und ich verbeugte mich noch vor der anderen Gruppe, die noch zurückblieb, und schaute die an und sagte, auf Wiedersehen. Und die verstanden sofort. Und als die gingen, sagten die zu uns, auf Wiedersehen. Ich sagte, ja, auf Wiedersehen.
an diesem 14. September am Freitagnachmittag, da hat man mir einen Kurier rübergeschickt. Sie kam gleich vom Vorraum gleich in die Küche und legte mir ein Foto von der Kerstin hin. Und das sollte das Zeichen sein. Und da hatte mein Mann quer übers ganze Bild drüber geschrieben, halt die Ohren steif. Ich habe ja im Gefängnis auch Leute kennengelernt und die eine war genau in der gleichen Situation wie ich. Sagte, ich habe nichts zu verlieren, ich gehe mit. Und dann sind wir beide zur Endhaltestelle von der 70 und die war entgleist. Dann sind wir etwa 15 Stationen gelaufen mit zwei Kinderwagen und mit der kleinen Kerstin und mit ihrer Rita. Linkerseits war ein Maschendraht und da stand ein Posten mit geschultertem Gewehr. Und rechterseits war die Toreinfahrt, das Tor Nummer 7. Ich ging bis zum Kellerhals, linkerseits, rüttelte an der Klinke, nichts. Ruhe. Dann hörten wir Leute, die relativ unsicher sich verhielten, die tuschelten, die trippelten mal hin, mal zurück. Und letztendlich griff dann einer an die Türklinke. Und mit einem Mal ging von ganz alleine die Tür von der anderen Seite mit einem Ruck auf. Und da stand ein schwarzer Bart mit einer Maschinenpistole direkt vor meinem Gesicht. Und ich sagte, ihr fleißigen Handwerker. Mit der Parole, die ausgemacht war, sind die Leute dann in den Hausflur gekommen und haben sich über Panzerkreuzer Potjomkin unterhalten und Eisenstein und so. Das sollte fallen, diese Worte. Und dann wussten wir, da laufen Leute im Flur lang, die zu uns gehörten. Dann waren wir in dem Tunnel drin, standen eben Männer da und dann wurden wir da zu diesem Loch geführt und sind durchgerutscht und dann war der Tunnel ja auch schon voll Wasser und musste man auf Knien da langrutschen und es lag ein Helfer so an der Seite, das Kind wurde, also ich konnte das Kind ja nicht tragen. Und es wurde dann hinter mir weitergegeben und auch die Männer, die im Tunnel lagen, alle paar Meter, die haben ihn dann beruhigt. Und naja, dann kam man am Ende des Tunnels an eine Leiter und dann ging ich die Leiter hoch und dann wurde mir das Kind auch gegeben. Dauerte keine 5 Minuten, dann kamen bereits die Nächsten und das war eben die Familie von, also Schwester von der Anita und ein ähnliches Schauspiel, die Schwester oder der Hasso fiel seiner Schwester um den Hals. Dem ich das gar nicht erkannt, denn ich habe ja damals in Castro-Manier gesagt, ich rasiere mich so lange nicht, bis die Tochter hier ist, so wie er sich nicht rasieren wollte, bis seine Revolution zu Ende ist, hat er bis heute noch nie gemacht. Und erschrak ein bisschen, aber dann hat sie mich wohl an den Augen erkannt oder was. Habe ich sie reingezogen, die Kleine hinterher getragen, Anita in das Loch, die rutschte runter, ich das Würmchen hinterher. Für diejenigen, die da durch sollten, war das schon eine große Überwindung von Angst. Einmal diese kleine dunkle Röhre, da waren zwar ab und zu mal Lampen drin, aber es war ein ganz düsteres Licht und dann diese 20, 30 Zentimeter Wasser. Also da gab es auch welche, die wollten aus Angst vor der direkten Situation plötzlich nicht mehr weiter. Was müssen manche Menschen für Angst gehabt haben, was für einen Willen abzuhauen, um in dieses Loch reinzusteigen, in das Unbekannte.
wo sie nichts unter den Füßen haben, wo sie runterrutschen. Weg, Nächste. Und unten hat dann immer einer gesessen, nicht, der sie empfangen hat. Ein paar freundliche Worte und dann aber macht, dass sie wegkommt, dass der Nächste runterkommt. Wir haben alle unsere besten Sachen angezogen, die wir hatten. Also ich zum Beispiel mein Hochzeitskleid, das war das teuerste, das beste Stück, das ich hatte. Das war ein kürzeres, schwarzes, aber von Dior und weiße Pumps. Naja, und als ich durch war, können Sie sich vorstellen, wie das alles aussah. Durch diesen Schlamm gerobbt, die Knie aufgeschürft, alles blutete, die Strümpfe hingen in Fetzen runter. Die weißen Pumps mit diesen Absätzen waren total verschlammt. Naja, und das Kleid zerrissen und so, ist klar. Ne? Das ist eigentlich die intensivste Situation in meinem Leben, die ich jemals erlebt habe, glaube ich. Egal, was danach jetzt passieren sollte, diese Situation hat mich quasi für alles entschädigt. Aber jetzt war es dramatisch, denn jetzt hat er halt die Zeit hat gedrängt. 5 Uhr sollte ich da sein und das war etwa 8:30. Also das Wasser stand jetzt vielleicht schon 40 Zentimeter hoch, also fast die Hälfte der Höhe dieser Tunnelröhre war schon voll Wasser. In der Zwischenzeit hatten wir bereits so ein Gespür dafür, vom Verhalten, von den Geräuschen, die wir hörten, wer also in den Tunnel wollte und wer zu den Hausbewohnern gehörte. Ich stand genau im Türrahmen und erwartete nun zwei Frauen und da stand so ein riesengroßer Typ in Ledermantel mit einem Hut auch noch und beide Hände in den Taschen. Ich hatte eben eine Pistole in der Hand, aber ich habe den Finger als völlig ungeübter, ich habe überhaupt gar keine Ausbildung bei irgendeinem Militär, das so gehabt, nicht am Abzug gehabt, sondern an diesem Schutzbügel, der drum ist. Und dann nahm der langsam deine Hände aus den Taschen. Und bin dermaßen erschrocken, dass ich, glaube ich, auch gedrückt habe. Das war für uns eine Situation, wo uns, glaube ich, allen der Atem stockte. Wie der das sah und mich mit dem Bart und dieses Ding, da ging der zurück und nahm die Hände hoch und da sah ich auf einmal die beiden Frauen stehen. Und dann winkten wir beide ganz schnell die Kellertreppe runter. Ich hätte ihn ja umlegen können, ne? Außer so blöd wie man ist und unerfahren. Ne? Ich hätte ja nicht gezielt oder sonst was. Ich hätte ja praktisch aus Angst abgedrückt. Und ja, verläuft so ein Leben dann ganz anders. Und ich bin ja an und für sich ein überpünktlicher Mensch. Und bei so einer Aktion komme ich dann so viele Stunden zu spät. Der Raum zwischen Wasser und Decke wurde ja immer geringer. Und dann waren es ja bloß noch ein paar Häuser. Oben haben noch Leute rausgeguckt, so wie in Berlin, was manchmal so ist, dass die Leute mit dem Kissen aus dem Fenster hängen. Und dann Nummer 7 und rein in den Hausflur. Und da in dem Hausflur war es schon ziemlich dunkel. Und da habe ich dann nach dem Lichtschalter gesucht. Und während ich da taste nach dem Lichtschalter, fühle ich eine Hand auf mir. Da hat der Hasso das Licht angemacht mit einem schwarzen Vollbart. Ganz schwarz und so voll Lehm und mit so einer MP vorne dran. Und als dann meine Leute dran waren, bin ich nach vorne. Ich habe dann nur noch zur Kerstin gesagt, jetzt gehen wir zum Papa. Und da war sie auch ganz leise und wir sind dann die Treppen runter. Uwe hatte ich auf dem Arm. Und da kommen die runter wie die reifen Äpfel. Und dann habe ich zu einem gesagt, nehmen Sie mir doch bitte mal das Kind ab. Und wollte den Uwe hingeben. Ich habe den aber gar nicht weiter angeguckt. Dann habe ich den Uwe das erste Mal in der Hand gehabt. 4 Monate war er alt. Dann hat hinter mir die Doris, die den Klaus ja nur von Bildern her kannte, sagt sie, Inge, das ist doch der Klaus. Dann habe ich so geguckt, ja, und dann habe ich irgendwo die Füße gesehen. Ja, das ist er. Aber ich habe mich auch gar nicht irgendwie freuen können. Ich wollte nur
erstmal weg aus diesem Loch, aus diesem Dreck raus. Und dann hat sie meine nackten Hacken gesehen, hat sie gesagt, ja, das ist... So, dann sind wir durch. Erst als wir dann auf der Westseite hochkamen, an dieser Leiter da, an dieser Stufenleiter, da haben wir uns dann erst begrüßt. Ich wollte einfach nur durch. Und erst da haben wir uns dann begrüßt. Und dann ist ein unglaublich bewegender Augenblick gewesen. Und das war, als alle über mich hergefallen sind. So wie das erste Mal, bloß aus Freude. Also, die haben mich halb tot gedrückt. Weil jetzt endlich bewiesen war, dass ich kein Spion bin, dass das alles ehrlich und ohne Hintergedanken war. Erst danach habe ich gemerkt, dass da Kameras gelaufen sind und dass alles hell beleuchtet war. Das habe ich alles überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, denn sie sagten, also wenn du deine Dinge dann wirklich proper erledigt hast, dann verliere keine Zeit mehr und sieh zu, dass du zum Bahnhof Friedrichstraße kommst und mit der nächsten S-Bahn, wie gesagt, auf schnellstem Wege, ohne Verzug, wieder zurückfährst. Ich kam dann in die S-Bahn, habe mich dann dahingesetzt und als die S-Bahn schon fuhr, und dann habe ich gedacht, Mensch, da fing mir an, die Knie zu zittern. Ganz plötzlich, also ganz unmotiviert, es war ja überhaupt gar nichts mehr. Und dachte, stell dir mal vor, die hätten dich jetzt kassiert und du würdest in so einem DDR-Gefängnis landen. Und dann haben wir auf einmal die Leuchtreklamen im Westen gesehen, die einem ja noch von früher bekannt waren, vom Kurfürstendamm. Und das war ein unglaubliches Gefühl. Und irgendwann nachts um 12:30, die hatten irgendwie Telefonverbindung zum Tunnel, hieß es dann, sie machen jetzt den Tunnel dicht. In dieser Nacht dann sind wir also noch mal reingekrochen und haben festgestellt, dass also an der tiefsten Stelle des Tunnels also wirklich vielleicht nur noch so viel Luft war. Alles andere war schon voll Wasser. Und da war uns klar, dass also damit die Aktion abgebrochen werden musste. Es wäre also ein paar Stunden später unmöglich gewesen, dass noch jemand durchkommt. Einfach unmöglich. Hat ja nicht jeder eine Tauchausrüstung dabei. Das war höchst bedauerlich, weil es eben, sagen wir mal, von der Polizeiseite drüben oder von der FOPO aus überhaupt nicht bemerkt worden war, sondern eben nur dieser, ich sage mal, scheiß Wassereinbruch hat die Sache eben zum Ende geführt, nicht? Durch einen selbstgebauten Tunnel gelangten am vergangenen Wochenende Bewohner aus Dresden, der Mark Brandenburg und Ost-Berlin in den freien Teil unserer Stadt. Es war die größte Massenflucht seit Errichtung der Mauer. Einige der Leute, die dabei waren, waren danach sauber, wie sie nicht informiert haben. Ja, es war nie die Rede davon, dass dieser Tunnel verkauft oder gefilmt werden sollte und schon gar nicht von den Amerikanern. Davon war also nie die Rede. Und als wir das hinterher hörten, da war doch eine ziemliche Aufregung unter den Mitarbeitern. Zum Beispiel gab es einen, der hat unheimlich sich aufgeregt und er war vielleicht 2-3 Mal da. Der tat so, als ob er den Tunnel gemacht hätte, ja, und wir ihn groß hintergangen hätten. Und diese beiden Italiener, Mimmo und Gigi, waren dann auch spurlos verschwunden. Die meisten, also habe ich seitdem nie wieder gesehen. Die meisten, ganz wenige habe ich mal getroffen. Ja.
Das ist Babsi, das erste Mal. Grüß dich. Servus. Soll ich mal fliegen lassen? Unsere Friedenstaube. Wenn man nur schon mal eine Uckermark sind, wollen wir auch Frieden haben. Naja, also ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen überrascht. Irgendwie habt ihr mir da ein Ding gemacht, aber das ist ja. Der Fürst. Da habt ihr mir aber. Ich hab's schon geahnt. Eine Mine gelegt. Grüß dich. Hier. Grüß dich. Wie geht's dir? Grüß dich, mir Mutter. Ja, danke schön. Servus. Servus. Mirna, das siehst du doch. Aber grüß dich. Naja. In dem Moment, wo alles vorbei war, da fingen auch die täglichen Probleme wieder an. Ich glaube, es gibt in der Geschichte der Menschheit immer wieder so etwas. Ich sehe das manchmal so wie Zugvögel, die alle zusammen in einem Schwarm, in einem Gleichklang ihre Linie verfolgen, solange bis sie den Süden erreicht haben. Und dann zerfällt das alles wieder. Die anderen, die haben mehr oder weniger alle dann angefangen, wieder ihr Leben weiterzuleben. Und das war eben, dass meine Familie kaputt ging. Ne? Eines Tages wurden wir alle eingeladen zu einem großen, großen Abschiedsfest. Und dann wurde natürlich darüber geredet und man wollte ja nur auch den Rest der ganzen Geschichte erfahren. Und ich in fortgeschrittener Stunde, ich habe irgendwie einen Flitz gekriegt und habe gesagt, ich möchte etwas singen. Und dann kamen natürlich auch viele andere ins Gespräch und darunter der Kleine oder Kleine. Und dann habe ich eben auch Geschichten gehört, die mich schon sehr beeindruckt haben. Und Peter hat so erbärmlich gesungen mit der Gitarre. War so gut er konnte, besser konnte er nicht. War keine tolle Nummer, ne? Ich fand das doch lächerlich. Die Muschka, mein amico Domenico. Domenico. Ah ja. Georgische Sänger. Ja, für uns war die Sache abgeschlossen. Deshalb kam diese merkwürdige Atmosphäre da zustande, ja. Bei diesem Bankett von der NBC. Hassut war der Erste, der ein Glas nahm und schmiss es an die Wand. Da hieß es dann so, und jetzt werden wir mal unser Fest machen. Und alles tanzte Twist. Und es wurde fürchterlich gesoffen. Und ich habe mich da redlich bemüht, der Eveline den Twist beizubringen. Ich konnte es überhaupt nicht. Und der Kleine sagte immer, ach, du kannst es schon und mach mal. Und da haben wir getanzt und getanzt. Und ja, wahrscheinlich ist da aus der Bewunderung schon ein bisschen mehr geworden. Und ich habe da wirklich lange Zeit die Möglichkeit gehabt, mit der Eveline alleine zu tanzen. Und der Peter war in dieser Zeit nicht auf der Tanzfläche zu sehen. Und ich sah dem Ganzen zu und mir wurde ganz komisch zumute. Ich ging raus, der Lärm ebbte ab, ich stand alleine. Mir kamen die Tränen. Ich musste plötzlich weinen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte was gesehen. Ich hatte es ganz deutlich gesehen. Ich habe gesehen, Eveline tanzt Twist mit dem Kleinen, diesen. Und ich hatte auch gesehen, wie die anderen tobten. Und Mimo und Gigi kamen und suchten mich. Und ich höre, wie Mimo sagt,
Perché cazzo Peter piange? Und ich hatte plötzlich eine Vision. Ich wusste ganz genau, jetzt ist alles aus. Ja, ich kann es nicht erzählen. Ich weiß es nicht. Ja. Das Ende vom Lied ist, dass wir den geheiratet haben. Ich hatte die Sehnsucht gehabt, eine ganze Welt zu verlassen, die einfach kaputt war. Und da konnte ich mir nur vorstellen, dass es ein Punkt sein soll, der so weit weg ist wie nur möglich. Ich habe manchmal Flugzeuge und Eisenbahnen und Schiffe benutzt wie andere U-Bahn. Heute hier, morgen da. Immer weiter. Süchtig, nicht so süchtig. Hm? Ja, mit dem Bärwein, ja, ich trank es. Ja? Also, stell dir mal vor. Er sieht in allem Astis Bumant. Ich hätte das gewusst vor 35 Jahren, dass ich 712, im Jahre 1999 mit dir in so einem wunderschönen roten Auto sitze. Ja. Roten Sekt trinke. Naja, und so hatte eben jeder wieder seine Motive, seine ganz persönlichen Motive. Und ich glaube, Helden machen sich überhaupt nie selbst. Man macht das so, Helden werden von außen gemacht. Die werden hinterher bestimmt, in der Regel, wenn sie tot sind. Also mit Heldentum, ich glaube, das Ding müssen wir abhaken. Das ist sowas für die Medien, aber einer, der wirklich was macht, fühlt sich nie so. Ich bin immer vor dieser Frage gestellt worden. Ich wusste nie, was ich antworten sollte. Weil ich eben, der Begriff ist mir fremd. Da hat mir mein kleiner Sohn mal gesagt, also er kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass ich sowas mal gemacht hätte. Also der gutbürgerliche Vater, der dann immer schön in sein Büro arbeiten geht und so, dass er sowas mal gemacht hat. Nicht? Und soll sogar der Präsident Kennedy sehr gerührt gewesen sein und geweint haben. Das hat es mir erzählt. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. So viel sei aber jetzt schon gesagt, die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Ab heute ist es für jeden DDR-Bürger möglich, ohne besonderen Anlass oder Verwandtschaftsverhältnis in die BRD, nach West-Berlin und ins übrige Ausland zu reisen. Das Erste, was ich Ihnen allen zurufen will, ist ein herzlicher Gruß all ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Bundesrepublik Deutschland. In wenigen Stunden tritt die Deutsche Demokratische Republik der Bundesrepublik Deutschland bei. Zu danken haben wir heute aber vor allem jenen Deutschen, die in der DDR den Mut aufbrachten, sich gegen Unterdrückung und Willkür zu erheben.